Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Michael Kauch, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin seit 5 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages. Vorher war ich als Diplom-Volkswirt Geschäftsführer eines Unternehmerverbandes und ich bin im Deutschen Bundestag der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, kümmere mich im Gesundheitsausschuss um alle Fragen rund ums Lebensende und leite in der Partei den Bundesfachausschuss für Sozialpolitik. Und damit haben Sie auch schon die Bandbreite meiner Anliegen. Ich möchte, dass wir als FDP deutlich machen, dass ökologische Verantwortung und soziale Sensibilität kein Widerspruch zu marktwirtschaftlichen Prinzipien sind. Wir haben als FDP spätestens mit dem Parteitag von 2006 und der Arbeit der Bundestagsfraktion in dieser Wahlperiode deutlich gemacht, dass die FDP wieder im Spielfeld ist in der Umweltpolitik, dass wir als FDP in der Klima- und Energiepolitik Zukunftsvorsorge betreiben wollen für kommende Generationen und dass wir anders als andere Parteien dabei aber darauf Wert legen, dass die Instrumente der Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen, dass die wirtschaftlich vernünftig sind, dass wir nicht glauben, am deutschen Wesen kann in der Klimapolitik die ganze Welt genesen. Nein, wir werden es nur schaffen, wenn wir gemeinsam mit anderen Ländern hier agieren und handeln und nicht einfach Arbeitsplätze bei uns aus dem Land drängen, koste es, was es wolle. Und meine Damen und Herren, wir zeigen auch deutlich Kante gegen meine geschätzte Kollegin von den Grünen, nämlich Frau Höhn. Die kennen Sie hier ja aus Nordrhein-Westfalen noch aus anderer Funktion, aber ich muss Ihnen leider sagen, es hat sich bei der Frau nichts geändert. Sie will aus der Kernkraft aussteigen, sie ist gegen saubere Kohlekraftwerke, weil die angeblich nichts bringen und jetzt demonstriert sie auch noch gegen Biomassekraftwerke. Wo immer eine Bürgerinitiative ist, da ist auch Frau Höhn, aber so kann man nicht verantwortlich Umweltpolitik betreiben in diesem Land. Und in einem anderen Feld möchte ich mit Ihnen gemeinsam Wahlkampf machen. Wir werden im nächsten Jahr eine Auseinandersetzung darüber sehen, wie wir mit dem Widerspruch klarkommen in unserer Gesellschaft, dass Menschen arbeiten und trotzdem arm sind. Da fordern die Gewerkschaften Mindestlöhne. Wir glauben, das ist nicht der richtige Weg. Die FDP hat auf ihrem letzten Parteitag im Steuerkonzept, und ich durfte das gemeinsam mit Andreas Pinkwart und Hermann Otto Solms gestalten, wir haben deutlich gemacht, dass unser Bürgergeldkonzept die richtige Antwort auf die richtige Frage ist. Nämlich, wie schaffen wir es, dass Menschen Arbeit haben und trotzdem ein Mindesteinkommen erreichen. Dieses Modell ist erklärungsbedürftig. Das möchte ich mit Ihnen schaffen, dass wir das im Bundestagswahlkampf entsprechend auch den Menschen näher bringen. Und meine Damen und Herren, ein ganz wichtiges Anliegen für mich ist es, in der Arbeit, die ich als stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss mache, den Schwächsten in dieser Gesellschaft zu helfen, nämlich den Menschen, die kurz vor dem Tod sind. Und das ist vielleicht ein Thema, was in der Tagespolitik nicht so die Rolle spielt, aber es ist für jeden existenziell, der das auch schon mal in seiner eigenen Familie erlebt hat. Und wir glauben, dass wir auf der einen Seite die Versorgung optimieren müssen für Menschen, die in Not sind und dass wir auf der anderen Seite ihnen aber auch ihre Würde erhalten müssen, indem wir es ermöglichen, dass sie in Selbstbestimmung sterben. Deshalb habe ich gemeinsam mit vielen Kollegen einen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht, um die Patientenverfügung klarer zu regeln. Und meine Leitlinie dabei ist, wie in den anderen Politikbereichen auch, das liberale Menschenbild. Ich glaube, dass Menschen auch in ihrer letzten Phase die Möglichkeit und die Kompetenz haben, über sich selbst, über ihre Existenz zu entscheiden. Daran möchte ich mich orientieren, auch in der nächsten Wahlperiode. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Möglichkeit geben, diese Arbeit auch im nächsten Deutschen Bundestag fortzusetzen. Vielen Dank.